Herzlich willkommen zu dieser Transformationsmeditation Löse dich von Traumata und werde wieder ganz du selbst. Ich führe dich in den nächsten Minuten durch diese tiefwirksame Meditation, so dass deine Seele wieder Frieden finden kann. Mein Name ist Irene Babette Stocker und ich danke dir für dein Vertrauen, dich durch diesen kraftvollen inneren Prozess begleiten zu dürfen. Wenn dies deine erste Transformationsmeditation ist, dann höre dir vorher bitte meine Einführung dazu an. Denke bitte daran, nach jeder Bitte, die ich gleich ausspreche, deine Zustimmung zu geben, indem du Ja bitte sagst oder denkst. Lass uns beginnen. Wir nehmen einen tiefen Atemzug und kommen ganz im Hier und Jetzt an. Wir zentrieren uns jeder in seinem Hara. Dann gehen wir weiter mit unserer Aufmerksamkeit, jeder in sein Herzchakra. Wir öffnen unsere Herzen, so gut es geht. Und wir verbinden uns mit der Quelle allen Seins, die voll bewusst und allmächtig ist. Lass dich vollkommen auf diese Verbindung mit der Quelle allen Seins ein und fühle dich geborgen und getragen. Du bist vollkommen sicher und geschützt. Als ersten Schritt werden wir Heilungsbereitschaft, Heilungsfähigkeit und Heilungsannahme in dir zu diesem Thema herstellen. Das hilft dabei, dass sich kein Teil in dir sich der Transformation entgegenstellt. Wir bitten die Quelle allen Seins von ganzem Herzen darum, für dich vollkommene Heilungsbereitschaft, Heilungsfähigkeit und Heilungsannahme in allen deinen Anteilen, Aspekten, Instanzen, Frequenzen deiner Seele und in allem, was sonst noch zu dir gehört, herzustellen. Ja, bitte. Wir bitten die Quelle allen Seins von ganzem Herzen darum, dass alles, was dem entgegenwirkt, vollständig in die Quelle allen Seins erlöst und transformiert wird und du davon vollständig befreit wirst in allen Ebenen, Zeiten, Dimensionen, Räumen, Oktaven, Frequenzen, Fraktalen und wo auch immer es ist und wirkt und mit allen kaskadischen Folgen, die jemals daraus entstanden sind. Ja, bitte. Es gibt manchmal unlösbare Energien und solch eine Wirkung beugen wir mit der nächsten Bitte vor. Wir bitten die Quelle allen Seins von ganzem Herzen darum, dass alle Unlösbarkeit, alle Loops und alle kaskadischen Wirkungen, die auf all dem, was wir gleich lösen werden, liegen, in die Quelle allen Seins erlöst und transformiert werden, und dass du davon vollständig befreit wirst mit allen kaskadischen Folgen, die jemals daraus entstanden sind. Ja, bitte. Dafür kann die Quelle allen Seins etwas Neues erschaffen und so wird auch dies lösbar gemacht. Wir bitten die Quelle allen Seins von ganzem Herzen darum, etwas Neues, Hilfreiches und vollkommen Funktionierendes zu erschaffen, so dass alles, was wir gleich lösen möchten, auch wirklich gelöst werden kann und dass dies dann auch tatsächlich geschieht. Ja, bitte. Und nun lassen wir die Quelle das Neuerschaffene anwenden für dich.
Wir bitten die Quelle allen Seins von ganzem Herzen darum, dass dieses neu Erschaffene jetzt überall dort angewendet wird, wo es nötig ist und gebraucht wird, so dass du durch diesen Prozess vollständig sicher und in aller Tiefe hindurchgehen kannst. Ja, bitte. Damit sind wir gut vorbereitet und kommen zum eigentlichen Thema dieser Transformationsmeditation. Die nächste Bitte löst Traumata sehr umfangreich auf. Wir bitten die Quelle allen Seins von ganzem Herzen darum, dass alle Traumata, die dir jemals widerfahren sind, in diesem Leben und in allen anderen Inkarnationen auf der Erde, alleine oder in Gruppen, vollständig in die Quelle allen Seins erlöst und transformiert werden und du davon vollständig befreit wirst in allen Ebenen, Zeiten, Dimensionen, Räumen, Oktaven, Frequenzen, Fraktalen und wo auch immer sie sind und wirken und in all deinen Anteilen, Aspekten, Instanzen, Frequenzen deiner Seele und was auch immer sonst noch zu dir gehört, mit allen kaskadischen Folgen, die jemals daraus entstanden sind. Ja, bitte. Als nächstes kümmern wir uns um Schocks jeglicher Art. Ich habe es in der Vergangenheit erlebt, dass Schocks beispielsweise von Unfällen im Körper gespeichert sind und ich beim Lösen plötzlich erschrocken und zusammengezuckt bin. Dabei hat sich der Schock dann aus dem Körper gelöst. Wir bitten die Quelle allen Seins von ganzem Herzen darum, dass alle Schocks, die dir jemals widerfahren sind, in diesem Leben und in allen anderen Inkarnationen auf der Erde, alleine oder in Gruppen, vollständig in die Quelle allen Seins erlöst und transformiert werden und du davon vollständig befreit wirst in allen Ebenen, Zeiten, Dimensionen, Räumen, Oktaven, Frequenzen, Fraktalen, und wo auch immer sie sind und wirken und in all deinen Anteilen, Aspekten, Instanzen, Frequenzen deiner Seele und was auch immer sonst noch zu dir gehört, mit allen kaskadischen Folgen, die jemals daraus entstanden sind. Ja, bitte. Unser nächster Punkt sind Schrecken. Wir bitten die Quelle allen Seins von ganzem Herzen darum, dass aller Schrecken, der dir jemals widerfahren ist, in diesem Leben und in allen anderen Inkarnationen auf der Erde, alleine oder in Gruppen, vollständig in die Quelle allen Seins erlöst und transformiert wird und du davon vollständig befreit wirst, in allen Ebenen, Zeiten, Dimensionen, Räumen, Oktaven, Frequenzen, Fraktalen und wo auch immer er ist und wirkt, und in all deinen Anteilen, Aspekten, Instanzen, Frequenzen deiner Seele und was auch immer sonst noch zu dir gehört, mit allen kaskadischen Folgen, die jemals daraus entstanden sind. Ja, bitte. Als nächstes kommen wir zu Schmerzen. Damit meine ich nicht nur körperliche Schmerzen, sondern auch emotionale und seelische Schmerzen. Wir bitten die Quelle allen Seins von ganzem Herzen darum, dass alle Schmerzen, die dir jemals widerfahren sind, in diesem Leben und in allen anderen Inkarnationen auf der Erde, alleine oder in Gruppen, vollständig in die Quelle allen Seins erlöst und transformiert werden, und du davon vollständig befreit wirst, in allen Ebenen, Zeiten, Dimensionen, Räumen, Oktaven, Frequenzen, Fraktalen und wo auch immer sie sind und wirken. Und in all deinen Anteilen, Aspekten, Instanzen, Frequenzen deiner Seele und was auch immer sonst noch zu dir gehört, mit allen kaskadischen Folgen, die jemals daraus entstanden sind. Ja, bitte.
In traumatischen Situationen kommt es vor, dass Magie mit im Spiel ist, und diese lösen wir jetzt auf. Wir bitten die Quelle allen Seins von ganzem Herzen darum, dass alle Magie, die dir jemals widerfahren ist, in diesem Leben und in allen anderen Inkarnationen auf der Erde, alleine oder in Gruppen, vollständig in die Quelle allen Seins erlöst und transformiert wird und du davon vollständig befreit wirst, in allen Ebenen, Zeiten, Dimensionen, Räumen, Oktaven, Frequenzen, Fraktalen und wo auch immer sie ist und wirkt, und in all deinen Anteilen, Aspekten, Instanzen, Frequenzen deiner Seele und was auch immer sonst noch zu dir gehört, mit allen kaskadischen Folgen, die jemals daraus entstanden sind. Ja, bitte. Traumatische Situationen können im Zusammenhang mit rituellen Handlungen stehen. Darum geht es im nächsten Schritt. Wir bitten die Quelle allen Seins von ganzem Herzen darum, dass alle rituellen Handlungen, die dir jemals widerfahren sind, in diesem Leben und in allen anderen Inkarnationen auf der Erde, alleine oder in Gruppen, vollständig in die Quelle allen Seins erlöst und transformiert werden, und dass du davon vollständig befreit wirst, in allen Ebenen, Zeiten, Dimensionen, Räumen, Oktaven, Frequenzen, Fraktalen und wo auch immer sie sind und wirken, und in all deinen Anteilen, Aspekten, Instanzen, Frequenzen deiner Seele und was auch immer sonst noch zu dir gehört, mit allen kaskadischen Folgen, die jemals daraus entstanden sind. Ja, bitte. Manchmal kommt es vor, dass eine Seele aus bestimmten Erlebnissen oder Erfahrungen Schlussfolgerungen zieht, die nicht wirklich korrekt sind. Ein Beispiel könnte sein, du bist tief verletzt worden von jemandem, den du sehr geliebt hast, und deine Seele, und ich meine damit wirklich deine Seele, nicht deinen Verstand oder deinen Geist, hat daraus geschlussfolgert, dass es besser ist, gar nicht mehr zu lieben. So etwas macht natürlich in deinem Leben im Hier und Jetzt überhaupt keinen Sinn mehr, und daher lösen wir solche falschen Schlussfolgerungen auf. Wir bitten die Quelle allen Seins von ganzem Herzen darum, dass alle unwahren Schlussfolgerungen deiner Seele aufgrund deiner Erlebnisse, die dir jemals widerfahren sind, in diesem Leben und in allen anderen Inkarnationen auf der Erde, alleine oder in Gruppen, vollständig in die Quelle allen Seins erlöst und transformiert werden und du davon vollständig befreit wirst, in allen Ebenen, Zeiten, Dimensionen, Räumen, Oktaven, Frequenzen, Fraktalen und wo auch immer sie sind und wirken und in all deinen Anteilen, Aspekten, Instanzen, Frequenzen deiner Seele und was auch immer sonst noch zu dir gehört, mit allen kaskadischen Folgen, die jemals daraus entstanden sind. Ja, bitte. Ein weiterer Punkt sind Täuschungen. Dazu werde ich dir eine etwas längere Ausführung geben, damit du die folgende Bitte richtig einordnen kannst. Viele Menschen glauben, dass die Seele unverletzt und heil ist, alles weiß und damit sozusagen Recht hat. Das entspricht überhaupt nicht meiner Erfahrung. In sehr, sehr hohen Frequenzen habe ich im Lauf der Zeit viele Täuschungen in der Seele gefunden, bei mir selbst und auch bei vielen anderen Menschen. Gerade das Lösen dieser Täuschungen hat tiefgreifende Veränderungen im Leben bewirkt und bis dahin unlösbare Themen konnten danach überwunden werden. Woher kommen diese Täuschungen überhaupt? So wie es in dieser Schöpfung positive und lichtvolle Wesen gibt, gibt es auch Wesen der dunklen Seite. Entgegen der Vorstellung vieler, die sich mit dem Licht verbunden fühlen, dass es in höheren Ebenen, Dimensionen und Frequenzen nur lichtvolle Kräfte gibt, wurde ich in all den Jahren dahin geführt, zu erkennen, dass gerade dort auch sehr machtvolle Wesen der dunklen Seite existieren. Das Spiel der dunklen Seite war durchtränkt von Täuschungen.
Wir als Seele begegneten ihnen auf unserem Weg von ganz dort oben nach hier unten. Sie sind Meister der Täuschung und sind uns erschienen als spirituelle Meister, als Licht, Gott, die Quelle selbst oder auch als dunkle Wesen oder vieles andere. Sie haben uns in passenden Situationen ihre Stories erzählt und diese klangen für uns als unerfahrene Seelen, die wir dort oben noch waren, nachvollziehbar und wir haben sie geglaubt. Und seitdem, und das heißt in dieser Inkarnation, aber auch in allen Inkarnationen, die wir jemals auf der Erde erlebt haben, und alles, was wir nach dem Entstehen dieser Täuschungen als Seele erlebt haben, in höheren Frequenzen als hier auf der Erde, seitdem glauben wir all diese Dinge zutiefst. Und das bedeutet, seit wir diese Täuschung erlebt haben, in allen Frequenzen und Ebenen, wo wir uns aufgehalten haben, in allen Inkarnationen auf der Erde oder auch sonst wo, seitdem glauben wir diese Täuschungen, diese Dinge zutiefst, wenn wir in uns hineinspüren und würden Stein und Bein schwören, dass sie wahr sind. Und sie sind es nicht. Bitte vertraue darauf, dass die Quelle allen Seins immer zu deinem höchsten Wohl wirkt und dir nichts genommen werden wird, was der Wahrheit entspricht. Nun zu der Bitte, um Täuschungen zu erlösen. Wir bitten die Quelle allen Seins von ganzem Herzen darum, dass alle Täuschungen, die dir als Seele jemals widerfahren sind, von all den Wesen, die mit Täuschung arbeiten, vollständig in die Quelle allen Seins erlöst und transformiert werden und du davon vollständig befreit wirst in allen Ebenen, Zeiten, Dimensionen, Räumen, Oktaven, Frequenzen, Fraktalen und wo auch immer sie sind und wirken, und in all deinen Anteilen, Aspekten, Instanzen, Frequenzen deiner Seele und was auch immer sonst noch zu dir gehört, mit allen kaskadischen Folgen, die jemals daraus entstanden sind. Ja, bitte. Als nächstes kommen wir zu Identifikationen. Wenn du dich mit etwas identifizierst, dann glaubst du, du bist das, so als wenn es ein Teil von dir wäre. Und natürlich gibt niemand einen Teil von sich selbst her. Allerdings bei einer Identifikation glaubst du das nur und in Wahrheit gehört es nicht zu dir. Es ist wichtig, dass wir diese lösen, sonst kannst du all das von den Bitten zuvor nicht loslassen. Wir bitten die Quelle allen Seins von ganzem Herzen darum, dass alle Identifikationen in dir vollständig in die Quelle allen Seins erlöst und transformiert werden und du davon vollständig befreit wirst, in allen Ebenen, Zeiten, Dimensionen, Räumen, Oktaven, Frequenzen, Fraktalen und wo auch immer sie sind und wirken und in all deinen Anteilen, Aspekten, Instanzen, Frequenzen deiner Seele und was auch immer sonst noch zu dir gehört, mit allen kaskadischen Folgen, die jemals daraus entstanden sind. Ja, bitte. Wir steigen noch ein bisschen tiefer ein und stellen uns die Frage, warum sind dir überhaupt traumatische Situationen passiert? Klar kann man sich auf den Standpunkt stellen, dass eine Situation eben blöd gelaufen ist oder der Täter eben ein schlechter Mensch ist. Aber mit dieser Betrachtung bist du vollkommen in der Ohnmacht und du bist diesem Treiben hilflos ausgeliefert. Das ist aber nicht die Wahrheit, denn du bist ein Schöpferwesen. Meine Erfahrung ist, dass alles, was wir erleben, wir auf irgendeine Weise anziehen. Und ich spreche da nicht von Schuld, das wird oft missverstanden. Du bist nicht selbst schuld, wenn dir etwas Schlimmes widerfährt. Allerdings ist es zwingend so, dass irgendwo, ganz tief in dir, in deiner Seele, eine Resonanz auf genau das, was dir geschieht, haben musst. Andernfalls kannst du es nicht erleben. Mit der nächsten Bitte möchte ich so viel an Resonanzen bezüglich Traumata, Schocks, Schrecken und dergleichen lösen, wie es möglich ist, ohne sie genauer zu erforschen. Für manche Menschen ist es wichtig, dass sie diese Dinge mit Bewusstsein durchdringen,
weil es beispielsweise mit ihrer Aufgabe hier und jetzt zu tun hat. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. In solchen Fällen können Resonanzen nicht mit einer bloßen Bitte gelöst werden. Da müsste man zusätzlich genau nachforschen, was dahinter steht. Nichtsdestotrotz tun wir jetzt und hier, was möglich ist, und ich bin überzeugt, es gibt eine tiefe Transformation. Wir bitten die Quelle allen Seins von ganzem Herzen darum, dass alle Resonanzen in dir, in deinem Energiesystem und in deiner Seele, bezogen auf Traumata, Schrecken, Schocks und alles, was ähnlich und vergleichbar ist, vollständig in die Quelle allen Seins erlöst und transformiert wird und du davon vollständig befreit wirst in allen Ebenen, Zeiten, Dimensionen, Räumen, Oktaven, Frequenzen, Fraktalen und wo auch immer es ist und wirkt und in all deinen Anteilen, Aspekten, Instanzen, Frequenzen deiner Seele und was auch immer sonst noch zu dir gehört, mit allen kaskadischen Folgen, die jemals daraus entstanden sind. Ja, bitte. Als nächsten Schritt lösen wir noch negative Gefühle rund um das ganze Thema. Wir bitten die Quelle allen Seins von ganzem Herzen darum, dass alle Gefühle wie Fassungslosigkeit, pures Entsetzen, Horror, Qualen und alles Ähnliche und Vergleichbare vollständig in die Quelle allen Seins erlöst und transformiert wird und dass du davon vollständig befreit wirst in all deinen Anteilen, Aspekten, Instanzen, Frequenzen deiner Seele und in allem, was sonst noch zu dir gehört. Und das mit allen kaskadischen Folgen, die jemals daraus entstanden sind. Ja, bitte. Nun transformieren wir negative Emotionen rund um das gesamte Thema. Wir bitten die Quelle allen Seins von ganzem Herzen darum, dass alle Emotionen wie Angst, Trauer, Wut, Hass, Scham, Schuld und alles Ähnliche und Vergleichbare vollständig in die Quelle allen Seins erlöst und transformiert wird und dass du davon vollständig befreit wirst, mit all deinen Anteilen, Aspekten, Instanzen, Frequenzen deiner Seele und in allem, was sonst noch zu dir gehört und das mit allen kaskadischen Folgen, die jemals daraus entstanden sind. Ja, bitte. Bei Traumata geschieht es oft, dass eigene Anteile abgespalten werden, in denen Unerträgliches gespeichert ist. Wenn wir jetzt Traumata heilen wollen, ist es wichtig, dass diese abgespaltenen Anteile zuerst von all dem Unerträglichen erlöst werden und dass sie dann wieder integriert werden. Dies werden wir jetzt tun. Wir bitten die Quelle allen Seins von ganzem Herzen darum, dass alles Unerträgliche, das in deinen abgespalteten Anteilen gespeichert ist, in die Quelle allen Seins erlöst und transformiert wird und deine Anteile von all dem vollständig befreit werden, mit allen kaskadischen Folgen, die jemals daraus entstanden sind. Ja, bitte. Nun reinigen wir deine Anteile. Wir bitten die Quelle allen Seins von ganzem Herzen darum, dass all deine abgespaltenen Anteile vollständig gereinigt, geheilt, transformiert, aufgeschwungen und in ihr höchstes Potenzial gebracht werden. Ja, bitte. Und nun können sie integriert werden. Spür mal zu deinen Anteilen hin, vielleicht kannst du sie schon wahrnehmen. Wir bitten die Quelle allen Seins von ganzem Herzen darum, dass all deine Anteile jetzt auf die bestmögliche Weise bei dir integriert werden,
genau dort, wo sie hingehören. Ja, bitte. Und nun öffne dich deinen Anteilen und nimm sie in dich auf. Heiße sie willkommen. Und es kann sein, dass sie nicht in den Körper integriert werden, sondern dass sie Teil deiner Seele sind oder zu Anteilen gehören, die eben außerhalb des Körpers und vielleicht viel weiter oben vorhanden sind. Ich gebe dir jetzt noch die Gelegenheit hinzuspüren, ob es noch irgendetwas gibt, das du gerne erlösen möchtest. Du kannst es der Quelle allen Seins zeigen oder sagen, da genügt deine Absicht, damit es verstanden wird. Du kannst auch die Aufnahme hier einen Moment anhalten und dich eine Weile mit Zettel und Stift tiefer hineinspüren und dir Notizen machen. Damit wird deine Absicht wahrscheinlich noch klarer. Aber komm dann bitte unbedingt zurück und durchlaufe diese Transformation bis zum Ende. Wir bitten die Quelle allen Seins von ganzem Herzen darum, dass alles, was du gerne noch loswerden möchtest und alles, was einfach so noch von dir gehen kann, in die Quelle allen Seins erlöst und transformiert wird und dass du davon vollständig befreit wirst mit allen kaskadischen Folgen, die jemals daraus entstanden sind. Ja, bitte. Damit sind wir mit dem Transformationsteil durch und kommen jetzt dahin, neue, positive Emotionen in dir herzustellen. Beginnen wir mit Vertrauen. Wir bitten die Quelle allen Seins von ganzem Herzen darum, dass in dir und um dich herum Vertrauen entsteht. Vertrauen in dich, in dein Leben, in deine Seele, in deine Führung, in die Quelle allen Seins, in die gesamte Schöpfung, und in den tieferen Sinn, der hinter allem steckt. Ja, bitte. Was du jetzt noch gut brauchen kannst, ist ein Gefühl von Sicherheit. Wir bitten die Quelle allen Seins von ganzem Herzen darum, etwas Neues, Hilfreiches und vollkommen Funktionierendes zu erschaffen, so dass du eine neue Basis bekommst, auf der du sicher stehen kannst und die dir den Übergang in das neue Zeitalter mit einem inneren Gefühl von vollkommener Sicherheit ermöglicht. Ja, bitte. Wir bitten die Quelle allen Seins von ganzem Herzen darum, dieses neu erschaffene jetzt überall dort anzuwenden, wo es deinem höchsten Wohl dient und wo du es brauchst, damit du innere Sicherheit gewinnst. Ja, bitte. Damit sind wir am Ende dieser Transformationsmeditation angekommen. Nimm noch einmal einen tiefen Atemzug und komm ganz im Hier und Jetzt an. Nimm ganz bewusst die Veränderung in dir wahr, die in den vergangenen Minuten geschehen ist. Sende ein Dankeschön an die Quelle allen Seins. Diese Transformation ging sehr tief. Nimm dir genügend Zeit, ruhe vielleicht noch etwas nach und lasse die Bitten in dir wirken. Spüre hin, was dir jetzt gut tut. Vielleicht kannst du einen Spaziergang machen oder du nimmst ein Salzbad. Reines, gutes Wasser trinken wäre auch eine sehr gute Idee. Du kannst diese Transformationsmeditation immer wieder nutzen und dich auf diese Weise durch Schichten unerlöster Traumata in dir arbeiten. Ich hoffe, es hat dir gefallen und gut getan. Wenn du magst, gib mir gerne eine Rückmeldung, wie es dir mit der Transformationsmeditation geht. Ich freue mich, von dir zu hören. Und falls du Fragen, Wünsche oder Anregungen hast, kannst du dich auch jederzeit gerne an mich wenden. Du findest mich in meinem Telegram-Kanal Transformation im neuen Zeitalter oder google meinen Namen. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute. Tschüss, deine Irene.